Ja meine Leute, euer wenigstens wieder am Start. Und ich glaube, es gibt eine Runde Dancing Daryl. Eine Sache hat das, eine gute Sache hat das Amor-System. Das Amor-System, je mehr Armor die haben, zeigt euch an, desto schlechter der Hero ist. Und Daryl gehört definitiv zu den guten Heroes. Der Rest ist fast unspielbar da. Draxis. Demons sind zwar aktuell nicht schlecht, aber ja. Aber wir haben ein gutes Game, weil sowohl die Murlocs als auch die Beast als auch Elemental Tokens drin sind. Und das ist für Dancing Daryl natürlich Premium. Deswegen hier direkt mit einem der Value-Karten anfangen. Und erstmal sammeln. Ach Leute, hört doch auf Diablo zu picken. Ich hasse die Diablo-Runden. Die spielen sich so anders als alles andere, weil man hardcore auf Tempo spielen muss. Es ist aber eine Premium-Runde für Daryl, würde ich sagen. Beasts sind drin, Murlocks sind drin, Elementals sind drin. Der Celemental, der Tight Hunter und die Ellicats sind halt alles Doppelbuffs von Dancing Daryl. Das ist super. Und dann sind auch noch Max drin, das heißt man hat Divine Shield Targets, auf die man tanzen kann. Ähm, eigentlich mehr kann man nicht wollen mit, äh, mit Dancing Daryl. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir auch ähm, Value Units picken. Hier zum Beispiel ist schon ist schon eine Premium Unit, um drauf zu tanzen. Aber ich will lieber erstmal äh, weiter den Roll suchen. Ja, ich glaube schon. Wir müssen erstmal Minions sammeln mit Daryl. Es ist auch eine Premium Unit für Gallywix. Ich würde sagen, Gallywix, auch wenn der hier 6 Armor kriegt, ist in einer Lobby, wo alle Value Units drin sind. Das Einzige, was fehlt, sind gerade Piraten. Alle anderen Value Klassen sind drin. Das ist doch einfach nur krank für, ähm, für Gallywix. Da ist der definitiv S-Tier. Hohen, Im hohen Elo zerreißt der alles. Deswegen spiegelt dieses äh, Armor-System nicht immer das genaue Power-Level. Man muss mitberechnen, welche Klassen sind drin. Oh, und der hat auch noch den Premium-Start erwischt. Ja, ich meine, für uns, ja, gut, wir gewinnen, aber er hat den besseren Start. Weil er halt schon Double Token hat. Ja, wir müssen gucken. Ah, auch ein Token. Sehr schön. Wir gucken mal. Uuh, sehr gut. Ähm, wir gucken mal, wo fallen die Buffs drauf? Das Ist okay. Nehmen wir den mal mit? Oder leveln wir? Natürlich Freezer für die Cat. Wenn wir jetzt noch ein Pappbot finden, wäre das Premium nächste Runde. Sehr gut. Der Trick mit Dancing Daryl ist immer abzuwarten, bis man tanzen muss. Und das so lange rauszuzögern, bis man die Unit findet, die man haben will. Kaufen wir die Hyäne oder leveln und rollen wir? Oder rollen wir erst, um nur ein Units zu sehen? Wäre auch eine Möglichkeit. Das ist die Diablo Runde, ne? Aber es ist mir eigentlich egal. Da ist unser Target. Er hat Power levelt relativ stark, oder? Könnte gut sein für uns. Na, ah, das war ein schlechter Hit. Unentschieden gegen, gegen Diablo in seinem Diablo-Turn ist mega für uns. Das Umstellen war halt Absicht um, damit der gegen die große Unit am Ende kämpft und wir erstmal den kleinen Schaden auf die Murlocs verteilen. Ähm, wie kriegen wir das hin, darauf zu tanzen? Wir kaufen zwei. Ich glaube, wir müssen noch eine Runde abwarten die meiste Value rauszukriegen. Ich müsste zwei verkaufen, damit tanze ich dann aber auch da drauf. Ach, andersrum, was soll's? Nicht da, auf das Divine Shield. Oh, viel zu viel auf den Acolyte gegangen. Aber okay. Los. Das war jetzt ein bisschen ich hab zu lange überlegt. Habe ich drei Gold gefloatet? Ich glaube nicht, dass ich drei Gold gefloatet habe, oder? Ich habe doch äh, gekauft. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Sonst fühle ich mich jetzt schlecht. Muss ein Anzeigefehler gewesen sein. So, und jetzt darf der Pappbot das für uns regeln. Und wir sammeln erstmal wieder ein bisschen. Hmm. Dagegen habe ich eigentlich nichts. Das ist okay. Leveln wir. Drei Leveln ist eigentlich wichtig. Dreier-Units sind so stark. Die Einser sind stark. Die Dreier sind sehr stark, weil wir da äh, zum Beispiel die Flektorbot finden. In unserem Fall jetzt hier mit dem Board wäre das mega. Ähm, die Zweier sind meistens gar nicht so stark. Äh, Diablo hatte keinen Power-Turn, oder? Er hat schon wieder gelevelt und noch immer keinen Triple. Dann sollten wir hier gewinnen. Mal gleich mal gucken, was hier oben entsteht. Da haben wir auch schon stark gelevelt. Ein Pechen Doomsayer vielleicht sucht er den. Oder einen. Juggler kann er ja schon auf 3 finden, aber ja. Und wir müssen gucken, was, was Galakrond High rollt. Schade, dass er damit einen HP überlebt. Warum habe ich den Spawn eigentlich immer noch hinten stehen? Ich Idiot. Ja, aber das ist ein Win. egal was daraus kommt ich kann mir nicht vorstellen dass da jetzt ja ja easy ja gut so und jetzt heißt es erstmal Minions sammeln und dann nach einem Target oh der ist super der ist auch gut Und dadurch, dass wir einen Boardspace brauchen, können wir uns hier leisten einen, Oh, wie geil wäre ein Green Thumb. Äh, ja, lass uns mal gucken. Buffs auf den Green Thumb. Nice. Oh warte, wir müssen noch einen verkaufen, oder? Ich will den spielen und ich will Green Thumb spielen. Green Thumb Buffs. Schade. Der stirbt sowieso. Für ein Elemental freeze sollte man nicht für einen Deflektor dich gefriest ja. ja. Jetzt haben wir ein bisschen Scaling mit ähm, mit den Death Rattlen und unserem Reborn. Hier kann das ein bisschen was werden, ja. Der harvest Golem ist potenziell die, also ein Acolyte wird nicht permanent, ein Metal Tools und ein Spawn auch nicht. Das heißt, der Harvest Golem ist neben dem Puppet die einzige Unit, die potenziell permanent bleibt und deswegen ist sie die zweite Unit, die die Green Thumb Buffs bekommen soll. Double. Double Bird Buddy ist stark. Ist leider sehr, sehr stark, ja. Bird Buddy tot. Dass der Bird Buddy dann ausgerechnet das Divine Shield brocken muss. Aber wir gewinnen. Der Early Dance auf dem Pubbot war halt echt äh, ein richtiger Powerturn für uns. Aber so spielt man halt äh, Daryl, muss man ja einfach sagen, ne? Nö, ich sehe hier nicht einzuleveln. Ich nehme mal hier Bot mit. Oh, das ist ein geiles Target zum Tanzen. Was man hier nimmt, spielt eigentlich keine Rolle. Wir verkaufen nächste Runde eher alles. Nächste Runde gehen eins. Äh, wir kaufen drei Units aus dem Shop, außer den Crackling. Und dann fangen wir an zu tanzen. Metal Tools, Beide Bomben, Micro Mummy, alles, was wir gekauft haben. Kaufen Crackling, Rollen einmal kaufen noch eine Unit. Vielleicht tanzen wir sogar nochmal mit dem Spawn. Lass mich kurz überlegen. 9 Gold für die drei Units, die hier sind. Dann sind wir auf einem Gold. Und dann verkaufen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind wir wieder auf 7 Gold. Dann sollten wir bei 7 Gold den kaufen, dann sind wir auf 5 Gold, rollen, wir können den Spawn mitverkaufen. Wir floaten eh 1 oder 2 Gold, dann können wir den Spawn lieber für den Triple Buff auf, auf dem Crackling Cyclone mitverkaufen. Nur jetzt schon mal planen, weil ihr habt eben gesehen, wie hektisch diese Turns sein können. Behalten werde ich nur hinten diese 5 Units, weil die gut mit dem Event hier funktionieren, die... Sehr gut, wir brocken perfekt das Divine Shield. Ist natürlich heftig hier mit Double Light Spawn, der wird natürlich gleich auch gut dastehen. Aber unsere Hits sind ganz okay, muss ich sagen. Guter Hit. Auch sehr gut. Permanenter Buff draus geworden. GG. Der Crackling ist ein gutes Target und dann müssen wir mal gucken, ob wir gleich zum Leveln kommen. Oh, sehr gut. Gefällt mir. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Das ist ein Buff für den Pubboard. Zack. Weg. Beide weg. So, wir rollen und der Metal Tooth muss es sein. Leider kein, ich hätte den Crackling auf der Hand halten sollen, erst rollen sollen, dann hätte ich jetzt hier spielen können. Soll ich leveln oder soll ich den Metal Tooth spielen? Ich bin stark genug zu leveln, oder? Das Mixed Minions, man weiß nicht, was er ist. Er ist schon auf 5 und hat zwei Triple. Er könnte stark sein. Ich gehe jetzt hier gerade ein bisschen Risiko, ein HP zu verlieren, aber da wir noch Full-HP sind, ähm, müssen wir das Risiko, glaube ich, einfach gehen. Stärker wäre gewesen, nicht zu leveln und auf Tempo zu spielen. Ich stehe genau falsch rum, leider. Wow, beide Divine Shields geprockt, das ist natürlich ekelhaft. Boah, das kommt super für ihn aus. Und der hat genau 26 Attack, um meinen Crackling zu holen. Das tut weh. Rechts Ja, wenigstens verlieren wir nur gegen den 8-8er hier. Ah, 16-16 ist ein goldenes Ei. Ja, schade. Ähm, das war natürlich mega lucky, dass sein Spell hier genau auf meine zwei Divine Shits gefallen ist. Aber da macht, macht man halt nicht viel dran. So, so. Dann sollten wir vielleicht den nehmen. Versuchen ein Target zum Tanzen. Ich kann den Buff erstmal auf Hand halten. Ich bin stark. Das war halt einfach nur lucky von ihm mit dem Spell. Ich glaube, wir hätten das locker gewonnen, wenn die Spells nicht hier gehittet hätten, sondern hier irgendwo. Wir spielen ihn als Bumper gegen Divine Shields. Hat den äh, Neutron wissen wer. Und dann kommen die, die mittelstarken Units, um ein bisschen was zu clearen und Avenge zu triggern. Woher hat er einfach mal einen goldenen Crackling Cycling? Er hat wirklich so gut Hits mit den Double Dazzling Light Spawn, dass er dann drei Crackling Cyclings findet. Das ist doch widerlich. Hm. Jetzt kommt es nur auf die Reihenfolge an, ob nachher noch ein Papp. Oh Mann. Jetzt muss ich glücklich hier hitten. Okay, unentschieden. Und der kriegt die maximale Value. Ekelhaft. Ja, der wird ein Problem mit äh, Elemental. Da komme ich nicht hinterher mit dem Scaling. Das könnte ein Problem werden. Wir müssen mal gucken, was wir für eine 6 finden. Maxner im Mama Omega Buster. Wir könnten Omega Buster gehen, wir könnten auch Maxner gehen. Beides möglich. Beasts, Max. Beasts, Murlocs, Max, Elemental. Gegen Beasts und Max ist Max besser. Gegen. Murlocks wahrscheinlich auch. Aber gegen Elemental, und ich glaube, der wird die Lobby dominieren, wäre halt Maxner besser. Ach scheiße, ich gehe trotzdem für Omega Buster. So, ich möchte halt nicht, dass der ganz am Anfang, weil ich habe eh nur zwei Max, die den Buff bekommen würden. Äh, ich möchte stattdessen davon profitieren, dass da möglichst viele Microbots rauskommen, um den Green Thumb mehrfach zu triggern. Also sollte ich den sogar vielleicht so stellen? Gucken wir mal. Ähm, wir suchen Kangor, wir suchen. Vielleicht ein Baron. Wir suchen einen Macaw. können versuchen, die Mac-Route zu gehen, ja. Ein Macaw pick ich nur, wenn ich einen Baron habe. Okay, er countert schon Divine Shields. Ist ihm scheinbar wichtig. Gut, jetzt Omega Buster Trigger. Der wäre gut zu hitten. Schade. Oh, wie viel Schaden wird er uns machen, ist ja nur die Frage. Lethal werden wir nicht sein, aber... Der könnte trotzdem in einer ganz bösen Region Schaden machen hier. Vor allem, wir triggern halt alles, bevor wir hier hinten die, die Mauerwerfs holen. Oh Mann. Okay, so viel Schaden ist das nicht, aber trotzdem. Tut weh. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir einmal noch gut tanzen können und dann haben wir eh nicht mehr so den Boardspace und die Zeit dafür. Mhm. Man kann natürlich den spielen in den Spielen, den fressen und hat drei Gold wieder. Aber das sehe ich irgendwie nicht, ne. Respot. Respot Scaling ist nicht besser als Green Thumb Scaling aktuell, oder? Hm. Noch ist es das nicht. Das ist halt nur ein plus 1, plus 1 Buff, das ist zu wenig eigentlich. Und das ist wieder Diablo-Runde. Der Typ ist so ekelhaft. Das ist mein Target zum Tanzen. Eine andere Chance sehe ich da gar nicht mehr. Green Thumb geht, Acolyte geht. Und dann müssen wir den Murloc mitnutzen. Oh, der hat einen Cleave, der hat einen goldenen Windfury und der hat zwei Riesentorns. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, und er holt unser Scaling, bevor irgendwas passiert. Oh, Leute, das wird wehtun. Und wieder unser Scaling raus, bevor die Microbots hier sterben. Oh Mann, oh Mann. Okay, noch eine Unit holen. Oh. Jetzt ist es Pubbot holen, der wird hier einige Leute, glaube ich, von Bord holen. Ja, der tötet drei Leute einfach. Diablos stark. Der hat halt richtig gehittet, muss man leider sagen. Ähm, so, wir kaufen. Warte mal, Galakront war Beasts. Ja, ich hol den da runter, bevor es hier losgeht, oder? So, den. 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 Verkaufen den und den. Möchte ich den Cleave vielleicht sogar auch ein bisschen buffen? Ich buff den Cleave mal ein bisschen mit. So, 12 muss reichen. Damit macht er zumindest einen Baron oder so, der neben dem Torn steht, weg. So, jetzt lohnt sich das. Jetzt habe ich vier Mechs auf dem Board, da kann man das machen mit dem Omega-Buster vorne. Boah, er hat sich das nicht gelohnt. Ah, vielleicht stelle ich trotzdem den Crackling weiter nach vorne. Ah, ich weiß es nicht. Ah, fuck, er hat einen goldenen. Okay, der wurde gehittet. Jetzt kann mein Cleave was machen. Hoffentlich hittet der Cleave da hinten. Okay, mein Cleave hittet woanders. Aber jetzt kann mein Cleave potenziell. Ja, das ist groß, aber es kommt drauf an, wo der Cleave hittet. Und der hittet sehr, sehr gut. Er überlebt sogar. Das sollte unser Win sein, oder? Ja, ja. Nice. goldenen Baron würde ich auch nehmen. Gut, dass der wieder mit im Pool ist. Und gute Entscheidung, dass wir hier die Spells gespielt haben gegen ihn. Ich hatte schon Angst, dass er so ein High Roll gehittet hat. Hä? Warum haben wir null Schaden gemacht? Was ist das für ein Bug? Wir haben den doch ganz klar besiegt. What? Warum ist der noch im Game? Also, schauen wir uns das nochmal an. Wir gewinnen, machen klar 14 Schaden und sein Face explodiert. Also, Blizzard, was ist da los? Warum ist Galakrond noch im Game, Leute? Das kann nicht sein. What? Das geht gar nicht jetzt. Hä? Max, ja, wir müssen die Divine Shields brocken. What the fuck? Der hat Hardcore gegen uns verloren. Blizzard? Ich brauche eine Erklärung. Ähm, Neutron wäre gut auf unserem Harvest. Und wir suchen definitiv eigentlich einen Deflecto. Baron und Deflecto. Reese muss wahrscheinlich gehen. Cave Hydra auch. Also wir hatten doch noch. Drei, vier Units auf dem Board. Warum kriegt der keinen Damage? Was ist, was ist da los? Ist es buggy, dass wenn man Spells spielt, macht man keinen Schaden, weil man den Fight eventuell nur durch Spells gewonnen hätte? Ich weiß nicht, ob wir den Fight auch ohne Spells gewonnen hätten. Aber das kann doch nicht sein. Definitiv buggy, die Lobby. Oh, wow. Double, Double Holy Mackerel. Also, das ist ja jetzt broken, ne? Entweder wir machen dem die zwei Schaden und er kriegt danach das Divine Shield, dann hat er aber zwei Damage. Oder wir machen ihm den Schaden nicht, weil er das Divine Shield hat, dann ist das Divine Shield aber auch instant geprockt. Ist ist auch definitiv ein Bug, oder? Rennen wir hier in einen Bug nach dem anderen? Oder sehe ich das nur so? Ja, er hittet halt perfekt mit seinem riesen Divine Shield da. Können wir das noch holen? Ja, wenn wir mit einem Microbot hier triggern. Damit war es das. Uns holt ein Bot. Wegen einem Buff. Äh, wegen einem Bug. Ja, Geist holt uns raus. Und eigentlich müsste Galacrod auch schon tot sein. Aber galakrot spielt um Platz 1, weil... What the fuck? Ehrlich. Oder ist durch Diablo die Angriffsorder durcheinander. Und er hat gar nicht gegen uns gekämpft, sondern nur wir gegen ihn. Das ist doch alles broken. Ja, wenn ihr wisst, was da abgelaufen ist, gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe es nicht verstanden. Ich denke, es war trotzdem ein nice Game. Und dass wir da der Holy, Holy Macro mit dem Divine Shield, war meiner Meinung nach auch, auch ein Bug. Entweder er kriegt den Damage oder er verliert das Divine Shield. Er hat weder noch gekriegt. Gut, gute Mechanik. Ähm, ansonsten, wenn euch das Spaß gemacht hat, gerne mal ein Abo lassen, Glocke like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit und ich bin raus.